Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die ich hoffentlich nicht löschen, wieder löschen werde. Montagmorgen, 15.01. glaube ich, haben wir es. Ich sattel jetzt erst um, hänge mein Dreieck da drauf. Dann fahre ich nach Sembach hoch, lade den LH, unseren Umschlagbagger. Dann geht rüber nach Wolfstein. Er geht rüber nach Wolfstein. Wenn ich da leer habe, dann habe ich die, mal gucken, was mein Tank sagt. Geht noch. Dann habe ich die zweifelhafte Ehre. Und darf nach Wedesbach reinfahren, den Bagger rausholen. Wedesbach ist, wo ich den Radlader Oberhofenberg abgeladen hatte. Da fahre ich jetzt hin, den Bagger holen. Oder danach. Aber der Bagger war, ich glaube, ich habe den. Lass mich nicht lügen. Ich denke, dass der höchstens 3 Tage dort war. Warum wir jetzt den Bagger geholt haben, oder beziehungsweise warum wir im letzten Jahr den Bagger da weggeholt haben, wenn der wirklich nur noch 3-4 Tage Arbeit hatte, das versteht wieder niemand. Das ist Die müssen ja nicht dahin fahren. Ne? Oder dann kommt die Aussage, ich komme mit meinem Auto wunderbar durch. Ja. Moin. Egal. Wie gesagt, erst jetzt den LH, der geht nach Wolfstein rüber. Und dann Wedesbach. Schauen wir mal. Kann nicht mehr alles schief gehen. Wenn ich nicht weiterkomme. Komme ich nicht weiter. Warte ich nur kurz, bis der Druck aufgebaut ist. Gleich geht er hoch. Oh, er kommt. Und dann legen wir los von der Elan. Wie immer. Entschuldigung. Ich mach's nie wieder. Heute Morgen könnte ich nach Wolfstein, dass ich nicht das ganze Laudertal durchfahren muss. Ich glaube, ich fahre über die Steinbruchstraße. Immer davon aus, dass da noch nicht so viel los ist. Mal gucken. So, Luft ist da, die Lust noch gar nicht. Meine Fahrparameter einstellen. Mal los. Toll. Bis gleich.
auf Liegestell Ausschildchen hinten dran gepeppt. Das hat jetzt lang genug im Fahrzeug gelegen, die Heizung war an, das sollte gut, das sollte warm genug gewesen sein. Jetzt fängt es wieder an zu schneien. Ne? Gemeldet war es für heute. Aber ich hatte gehofft, dass ich die Kollegen mal wieder ihren Kameraeinstellung bzw. die Mikrofoneinstellung bin ich immer noch am Suchen. Die richtige. Ich habe jetzt einige Aufnahmen quasi gesichtet, die ich noch habe. Hahaha, Running Gag. Ja, hört sich alles so ein bisschen blechern an. Ja, wenn ich aber Vorstellungsvideos angucke von den Mikros, das hört sich ganz klar und deutlich an. Aber keiner sagt wie, was, wo. Ich meine, so viele Einstellungsmöglichkeiten habe ich nicht. Aber ja, ich muss es halt irgendwann mal geapfelt kriegen. Jetzt hatte ich die ganze Zeit Lautstärke 6, also plus 6. Lautstärken 6. Sorry. Jetzt habe ich noch mal runtergeschraubt auf plus 4. Ich werde jetzt nach und nach, werde ich das halt jetzt herausfinden müssen, wie das so läuft. So, machen wir kurz die Funke an. Kann ich habe gerade immer probiert, Alex, also da ist er auch nicht, also. Der LH steht, ob der hier oben steht oder irgendwo da unten. Da hinten steht er, okay. Ob ich stehen bleibe oder bleibe ich hier auf dem Asphalt, auf dem Beton. Sorry, ich bleibe hier neben stehen. Ich kann da hinten stehen bleiben, da habe ich ein bisschen Licht. Ne? Da habe ich ein bisschen Licht.
Kälte, das Kälte ist, denke ich, weniger das Problem. Das Problem ist, es geht wieder ein recht starker Wind. Boah, schlimm. Schlimm. Was schwitzt du? Die Nibbel werden feucht, sorry, das sollte jetzt nicht, pervers sein. Ja, und durch die Kälte. Boah, das tut alles weh. Und die Rotznase läuft. Oh, ich habe noch genügend Tempos dabei. Das wollte ich machen. Ich wollte mir eine neue Box mitnehmen. Sorry. Falls ich gerade blöd anhört, ich habe das Mikro hier vorne auf dem Reparaturbrett liegen. Ich steck das gleich wieder rum. So. Wie? Alter, hier ist der alte Spanngurt umschnalle. Gut, los geht es. Rundum, ich brauche meine, ich bin keine 3 Meter breit, brauche ich keins. Bin auch nicht über die 20,80 Meter lang, brauche ich auch keins. 20,80? Ich glaube 20,80 waren es. Kann auch sein, dass ich gerade wirres Zeug rede. So, 2 Minuten nach 6, genau, 2 Minuten nach 8. Wolfstein hin. Ich werde doch das Laudertal durchfahren. Ist ja schon 8 Uhr vorbei. Ich weiß nicht, wie es heute Morgen mit Bauernprotesten aussieht. Wenn es so ist, ist es so, dann muss ich halt stehen. Kein Problem. Was läuft da so weit nach links oder was? Hä? Okay. Wo ist der gerade, ja? Egal. Dann weiß ich noch gar nicht, wie ich dann rüberfahre. Wolfstein nach Bedesbach ist ja eigentlich. Mal gucken, ob ich irgendwie nach Dietschweiler rüberkomme. Vielleicht kann ich von der anderen Seite anfahren. Mal gucken. Da läuft doch niemals gerade so, Alter. Nie und nimmer nicht. Jetzt wieder. Jetzt hast du das Ding ständig am Hals hängen oben, ne? Oh, ei. Au, das kostet Bordstein. Scheiße. Steht der oder fährt der? Fährt. Ich würd von der Straße runtergehen, sonst bin ich im App. Nix, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich hab nicht gewartet wegen dir. Wetter schneit sich immer mehr ein. Ich denke, das wird noch viel, viel mehr werden heute.
die Streudienste scheinbar vorbereitet oder gut genug vorbereitet darauf. Das macht Sinn, ne? Das macht Sinn, dass man da erwacht vorbeiballert. Furchtbar. Sorry. Hatte ich vorhin gesagt, Bedesbach? Ich habe natürlich Börsborn gemeint, falls ich Bedesbach gesagt hatte. Bedesbach wäre ja einfach. Muss ich mir irgendwas einfallen lassen, dass ich hier mit dem Mikro, weil das rutscht halt logischerweise, rutscht das laufend hoch. Nicht so prickelnd. Ich schnall mich einfach nicht mehr an. kann ich natürlich auch machen. Mein Tieflader macht heute Morgen wieder, was er will. Jede Kurve lenkt er in eine andere Richtung oder nach jeder Kurve. Relativ ruhig, ja. Sämtliche Kindergärten, an denen ich vorbeigefahren bin, waren alle ruhig. Was denn, was heute Morgen los ist? Dass ich das schlecht finde, ja, aber es ist seltsam. Normal ist hier viel, viel mehr los. So, vorne kommt die Malzfabrik. Dann bin ich in Wolfstein. Thank you.
geht es einmal dort raus, vorne über den Berg, runter Richtung Ampel und direkt links von der Ampel ist die Baustelle. Ich weiß nicht, ob jemand da ist von uns. Normal sollte da jemand sein. Ja, gleich da. Ist die Ampel. Da links davon muss das sein. Aber ihr habt alles an, ja. Gut. Ja, da sehe ich ja schon die Container stehen. Aber es sieht ruhig aus. Ah, nee. Gut, alles da. Autos da, alles gut. Gar nicht, ob ich an den parkenden Autos hier vorbeikomme. Warum geht jetzt gar nichts? Kommt da gerade ein Zug oder was? Wie komme ich da rein? Mal der alte Gurt abmachen. Die Fernbedienung machen wir mal an. Ich werde rückwärts reinfahren müssen. Ich muss jetzt halt kurz warten, bis ich hier vorbeikomme. Der kann ich nicht. Weil der kann ich nicht. Muss jetzt warten kurz. So. Geh mal kurz raus. Machen wir das Tor, machen wir den Zaun noch ein bisschen weg und dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. Sorry, ich hab lass das Mikro da vorne liegen.
Da können wir hängen, links haben wir ein bisschen Luft gemacht, ein bisschen Platz gemacht. Ob ich hier an der Ampel vorbeikomme. Ich habe da so meine Zweifel. Ach, nicht an der Ampel, an der Laterne hier rechts. Jawohl, reicht schon, glaube ich. Reicht schon. Die Ampel ist auch schon grün. Danke! Was schaltet dann schon wieder? Zieh doch einmal die Gänge aus. Katastrophe. Westbourne. Eigentlich müsste ich mal stehen bleiben, irgendwo gucken, weil der sieht so aus, als wäre der recht hoch vorne. Ah, egal, es wird schon gehen. Wird schon gehen, Börsborn. Jetzt weiß ich gar nicht, wie fahre ich nach Börsborn zurück. Ich werde. Soll ich über Krusel fahren? Über Krusel fahren könnte ich hier rechts hochfahren. Jettebach durch und dann komme ich hin heraus, komme ich da hin, komme ich quasi in Bedesbach vorbei, aber da ist, glaube ich, die Straße gesperrt. Ich glaube, da kann ich irgendwie nicht durchfahren. Komm, ich fahre denselben Weg zurück und fahre dann Bamstein rüber. Oder ich fahre über den Steinbruch, das könnte ich natürlich auch machen. Das mache ich auch. Ich fahre über den Steinbruch, fahre dann rüber Richtung Weilerbach, Samstein und dann auf die A62 drauf. Ich glaube, so macht er das. Obwohl, ich bin auch gar nicht angeleint. Lauter. Lauter, noch gar nicht angeleint. So. Das kann ich ja auf der Steinbruchstraße, vielleicht kann ich da auch mal stehen bleiben. Und kann ein bisschen Fahrhöhe einstellen. Nicht, ob da gestreut ist, ne? Nee. Eben aus dem Grund machen wir das doch nicht so. Ich fahre denselben Weg zurück. Da weiß ich, da ist mit Sicherheit gestreut. Wenn das Tiefbett halt ein bisschen zu hoch ist, dann ist es so. Ich bin ja leer. Mal da hoch, hab mich melden, wenn ich da bin, in dem Loch. Entschuldigung, in dem Ort.
Und dann hoffen wir, dass wir da rein, dass wir da reinkommen. GoPro-Aufnahme stoppen. Immerweise. Echt am Überlegen, ob ich nicht einfach nach Hause fahren soll. Ob ich nicht einfach nach Hause fahren soll. Uiuiui. Wenn ich da hinten von der Autobahn runterfahre und das genauso aussieht, dann drehe ich rum und fahre direkt wieder zurück Richtung Autobahn. Also eigentlich würde ich sagen, macht es keinen Sinn jetzt da. Ich meine, noch geht alles, ja, noch ist alles okay, aber einmal durchgefahren bin, hinten dran ist alles wieder schwarz. Fahrbahn, meine ich. Weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Jetzt ist wieder gutes Rad teuer, ne? Weil gemeldet war es ja. Uiuiui, wenn ich da hin gucke. Ja, nicht weniger, ne? Hier rechts haben wir auch irgendwo eine Baustelle. Hier, genau. Unsere Vierachse fahren noch. Ich bin schon am Rutschen hier. Das ist gucken, ob ich hier hochkomme. Eigentlich, ne?
gehen wir davon aus, wenn ich da hinfahre Richtung Börsborn, da wird die Straße genauso aussehen. Da hast du rechts von der Straße hast einen Reifenbreit. Wie heißt es richtig? Bankette, genau. Ist die Ampel an oder ist die Ampel aus? Ist aus, ne? Fahr mal Richtung Autobahn, guck mal, aber die Autobahnen sollten frei sein, denke ich, ne? Wenn ich einmal drüber fahre, ist alles weiß wieder. Ach, weiß sag ich wieder, schwarz. Die Autobahnauffahrt schon so aussieht. Die Autobahnen rollen, so wie es ausschaut. Nett. Ich bin nur am Sliden. Fahr da vorne wobei ich muss nicht auf den nächsten Parkplatz fahren. Ich fahre vorne runter und dreh rum. Gehen wir davon aus, dass da vorne Kusel hoch in der Baustelle wird eh schon alles stehen. Wenn das so aussieht. Eigentlich müsste ich weiterfahren, ne? Wenn ich dann nach Hause will. Augenblick, ich muss mal telefonieren.
jetzt, sorry. Ja, jetzt wird's, hier wird's jetzt wieder, wird's jetzt wieder heller, ne? Ist einfach bescheiden, fahr ich jetzt dahin, aber das alle Straßen, die man hier sieht von der Autobahn runter, das ist einfach, das ist alles weiß. Gleich auf die Straße gucken, die ich da ohne fahren werde. Wenn die so aussieht wie hier, fahre ich. Wenn die nicht so aussieht wie hier, dann fahre ich definitiv nicht. Ja, ist alles weiß. Ist alles weiß da ohne. Nein, das fahre ich nicht. Das fahre ich so nicht. Weiß. Ich jetzt Angsthase nennen. Und das ist die Sache nicht wert. Den einen Bagger jetzt dahin rauszuholen. Das ist die Sache nicht wert. Zumal auch. Ja, wie schon gesagt, da ist die Rabatt. Ist nur ein LKW-Reifen breit, ja, und wenn du da jetzt drauf kommst, rechts geht steil bergab. Ich fahr nach Hause. Ja. Na komm. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ich könnte an meinem Tieflader die erste Achse vorne heben. Geht ja ganz easy. Ich habe die Achse am LKW habe ich schon entlastet. Die zweite Lenkachse, ich kann sie ja leider nicht anheben. Ehrlich gesagt, bevor auf die letzten Tage von dem Auto, bevor ich den noch in der Grabe lege, gucke ich, dass ich noch nach Hause komme. Und mach Feierabend. Ich denke auch nicht, dass ich hin bei uns den Berg hochkommen werde. Hab die Straße gesehen da unten, die geht jetzt hier durch, ja, und die sieht, also soweit ich sehen kann, vielleicht diese in der nächsten Ortschaft, vielleicht ist sie da schon wieder gestreut oder so, aber ich, im Moment fahre ich da nicht lang. So, ja. Aber wenn ich jetzt noch weiter oder eine lange Strecke Autobahn fahren müsste, dann würde ich die auch noch fahren. Viele Nebenstraßen sind einfach zu. Wenn du von der Autobahn runter guckst, ist einfach alles weiß. Der Kollege war auch gerade in Börsborn oben, hat den Radlader geladen. Er hat sich damit 20, 30 km/h hat er sich da gerade rausgequält. Ja, und das, also, ja. Ich meine, wer fahren will, soll das machen. Ich mach's nicht. Das ist mir alles zu.
Nicht, dass ich, wie gesagt, nicht, dass ich schieß hätte oder so. Bin da einfach mehr auf meine Sicherheit bedacht. Und nicht nur meine, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer. Weil wenn das Ding mal rutscht, dann kannst du noch so Bremse treten. Weiß ja jeder. Bevor ich dann irgendwie ein, was will ich, PKW und einen anderen LKW schiebe, und dann mache ich, lieber Schluss. Dann mache ich lieber Feierabend. Morgen früh geht es dann in aller Frische weiter. Dann ist es so. Wie gesagt, Autobahnen sind relativ gut befahrbar. Sehr gut würde ich jetzt nicht sagen, ja, aber sie sind gut befahrbar. Mal, wie es jetzt hier von der Autobahn Ausfahrt, wie es da aussieht. Es geht jetzt hier wieder der Berg hoch, ja, hier wird schon wieder mehr. Ich rutsche. Weiß ich auch nicht, jetzt steht mein Scheibenwischer, steht auf Intervallwischen, ja. Man hat halt diesen Regensensor, aber wenn jetzt nicht Zeit wäre zu wischen, wann dann? Sieht jetzt wieder gestreut aus, ne? Naja. Wenn ich
halt der Erste auf dem Hof bin, dann bin ich halt der Erste auf dem Hof. Ich halt die größte Muschi. So, jetzt bin ich am Überlegen, wenn hier der Berg frei ist, weil hier ist die Feuerwehr, wo ist auch nicht, also auch nicht gestreut, ne? Okay, dann gucke ich mal. Ich hoffe, dass ich hochkomme. Wenn hier der Berg frei gewesen wäre, hier ist zwar LKW-Durchfahrverbot, aber das wäre mir dann egal. Und dahinter weiß ich jetzt nicht, ob ich hochkomme. Sehen wir gleich. Ist einfach. Ist einfach. Bescheiden. Ja, ich rutsche. Lass den Kollegen, obwohl da sind schon, da ist schon eine Spur freigefahren, das sollte hinhauen. Der Kollege hat geladen. Ich sehe nicht, wo die Verkehrsinsel ist. Na, das sollte hinhauen. Da sind auch schon mehrere Fahrzeuge hoch. Also ich denke, vielleicht ist doch schon der ein oder andere daheim. Soll ich noch tanken gehen? Nö, ich glaube, das mache ich dann auch morgen. Festgefahrene Schneedecke. Egal, ich bin froh, zu Hause zu sein. Der Rest ist mir alles egal. Ist mir alles egal. Nicht der Erste. Der Vierachser, der hier stand, ist abgemeldet. Der Kollege heute mit der erste Tag mit seinem neuen Fahrzeug und gleich so ein Mist wird er erwischt. Ne? So, gehe ich dann das Tor öffnen. Blick und ich habe mehr Schlappe dabei. Ich habe mehr Schlappe dabei. Ja. Thank you.
meine Lampe wieder hin. Also es ist wirklich Anführungszeichen nur Schnee gewesen. So, das ist jetzt einer der Nachteile, ne? Weil ich sehe jetzt, hier draußen ist alles hell. Die Kamera ist auf draußen eingestellt. Und hier drinnen sehe ich gar nichts. Was jetzt halt hinter mir ist, wie wo was. Na doch. Umrisse sehe ich doch. Aber nicht so. Jetzt wird es gleich, wenn ich jetzt hier reinfahre. Und jetzt ist alles wieder. Das ist halt ein Nachteil von den Cams. Egal, ich bin jetzt zu Hause. Ich mache mich jetzt fertig. Drehe mich mal rum, ich mache mich jetzt fertig und dann mache ich Feierabend für heute. Sorry. Ist halt so. Morgen früh direkt was geht, keine Ahnung. Immer alles morgen früh. Gute ist, ich kann noch mal gucken, ob ich noch ein paar Daten finde von der ersten Folge, die ich dann heute noch fertig mache. Eventuell heute Abend. Muss ich mal gucken. Oder schiebe ich einfach alles dann eine halbe Woche nach hinten. Schauen wir mal. Wie gesagt, für heute. Bis Rambo. Tschüss.